Qatar Airways bekommt vor Gericht eine Klatsche. Die Lufthansa will mit 20% der Anteilen bei ITER der Veranstaltungsleiter sein. Und nachdem wir bei Airbus Lieferkettenprobleme haben, geben wir natürlich noch einen Deal des Tages, einen Surprise-Deal bei Lufthansa bekannt. Ab 69 Euro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ja, auch in der heutigen Folge, wie immer natürlich, denkt an den Abonnierbefehl, denkt dran, dass ihr die Glocke anmacht, denkt dran, dass ihr den Kanal natürlich vorher abonniert, aber auch unten kommentiert und ein Like dalasst. Das sind die technischen Dinge, die ihr machen solltet. Und weiter geht's natürlich mit dem ersten Thema. Ja, Lieferengpässe, das ist ein Thema, was natürlich ein Riesenproblem ist. Bei Airbus hat man das Dilemma, dass die 220er ein sehr, sehr gutes Programm sind, weil sie in Mirabel und in Mobile, Alabama produziert werden. Aber es haben irgendwie schon die Leute bei AirBaltic das Ganze vielleicht schon verraten. Warum? Ganz einfach, man hat bei AirBaltic eine 737 bestellt, in Anführungsstrichen. Also man hat sie von den Ukrainians als Wetlease übernommen. Und der Grund war, dass man Lieferkettenprobleme hat, um die Flotte fliegen zu lassen. Also es fehlen Ersatzteile. Dann hat man natürlich auch geguckt, dass man die 220er gut verkauft. Und es gibt natürlich in den Lieferketten global Riesenprobleme. Der Hochlauf der A220er, vor allem im US-Werk Mobile, hat Probleme mit der Qualitätskontrolle. Haben wir ja schon mal gehört bei einem anderen Hersteller. Und man kann die Liefertermine deshalb nicht mehr garantieren. Eine gestörte Lieferkettengeschichte haben wir ja eigentlich überall. Also wir kennen das ja, ich mit meinem Monitor musste auch warten, ich musste auf Dinge warten, aber wir müssen die in der Aviation auch. Und natürlich, die Zulieferer können teilweise nicht liefern, weil einfach die Produktion zugemacht wird. Oder ganz, ganz wichtig ist auch, dass der Transport nicht so stattfindet. Airbus produziert vieles ja auch bei Partnern und holt das auch dann selber ab oder in eigenen Werken, die um die Welt verteilt sind, was beim A220-Programm nicht der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich Flugzeuge mit unvollständiger Cockpit-Installation, wie es heißt, in der Endmontagelinie in Mirabel. Und mindestens 3 von den A220er warten auf Teile, die nachinstalliert werden müssen. Ja, das ist schon schlimm, aber wenn man halt Qualitätsprobleme hat, das finde ich dann auch schlimm. Aber es ist halt ein neues Werk, also insofern ist das immer so ein bisschen verständlich. Und wenn man jetzt anguckt, dass man im 2021 50 Stück davon ausgeliefert hat, AirBaltic hat ja gerade letzte Woche wieder eingekriegt, davor die Woche eingekriegt, die kriegen laufend Flugzeuge und es sollen halt im Mobile 5 Flugzeuge pro Monat vom Band laufen und das soll die Produktion bis 2025 auf 10 Flugzeuge pro Monat erhöht werden. Also in Kanada dann 10 und 4 in den USA, also sind sogar 14. Und der Airbus A320neo, der ist ja auch verkauft bis 2027, da gibt es einfach nichts. 15 Stück soll alleine Air France bekommen jetzt. Und Ende April hat man 2022, also diesen Jahres, 5 A220-100 und 10 A220-300 ausgeliefert. Mehr Flugzeuge als letztes Jahr. Delta, Breeze, Air France hatte ich ja schon genannt. Und auch AirBaltic kriegen ja noch wahrscheinlich Flugzeuge. Die hatten ja auch 50 Stück bestellt. Grund zur Freude gibt es bei Airbus, weil das Gericht in England da so eine kleine Klatsche nach Doha, Katar geschickt hat. Ja, ganz genau. Also, man hat heute einen großen Schritt gemacht. Qatar Airways muss weiter die Airbus A350-1000er abnehmen und der juristische Streit geht halt weiter und das kann noch lange dauern, also es bleibt spannend. Das ist natürlich jetzt schon für die Freunde der gepflegten Fliegerkunst in Doha schon die zweite Klatsche, die man kriegt. Die erste war halt, dass die A320er Neos, die doch weiterverkauft werden an andere, also die kriegen die 50 Stück nicht. Und jetzt sagt der Richter auch, das mit der Auslieferungsstopp, ihr müsst die Dinger abnehmen, das mit dem Farbdefekt, das ist irgendwie Folklore.
Und der Richter hat natürlich gesagt, und der Kollege heißt Judge Waxman, oder Waxman? Waxman, ne? Waxman. Sagte einfach, dass man so schnell wie möglich ins Hauptsacheverfahren einsteigen möchte. Und schnell wie möglich heißt Sommer 2023. Ihr merkt, hey, wir haben noch nicht mal Sommer 2022, der Richter angefangen hat. Und das ist über ein Jahr. Und der Richter sagte auch, für beide Seiten, und das hat Reuters berichtet, die Kosten für beide Seiten sind absolut over the top in meiner Meinung oder in seinem Ruling. Und da ist zu viel Zeit, die hier verbracht wird vor Gericht. Und man muss einfach überlegen, man hat ja Ende April auch schon die 50 Stück verloren. Dann hat Airbus halt andere Kunden gesucht. Dann hat man mit Qatar halt immer noch den Stress, dass die Flugzeuge nicht annehmen. Dann hat Qatar ja bei Boeing Flugzeuge bestellt, 737 Max Optionen gezeichnet, hat dann andere gekauft. Und wenn man das sich einfach anguckt, ist das einfach ein Oberflächenschaden. Und man hat von Qatar aus das Gericht mit dieser Milliardenklage, ich nenne es jetzt einfach mal belästigt, weil wenn man den Richter ja hört, sagt er ja, hey, ihr seid hier viel zu oft bei mir vor Gericht. Und die Airbus-Jungs und die EASA sagen ganz klar, das ist ein Dekorschaden. Das ist halt einfach, das kann man wegnehmen. Und ihr könnt einfach diese Lackierungsarbeiten machen lassen. Das hat Airbus ja auch bei anderen Herstellern oder Flugzeugabnehmern, so ist es richtig, ja gemacht. Und irgendwie ist da auch bei Qatar Airways ja eine Sonderfarbe im Spiel. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Aber da muss man halt einfach mal schauen, inwieweit das da auch mit beiträgt, dass es so aussieht. Wir hatten ja die Bilder alle gesehen, ich hatte sie auch mal gezeigt. Auf jeden Fall hat man 53 A350 in der Flotte, 23 A350-900 und 1000er sind halt wirklich gegraunt, 23 Stück von 53. Also das ist der Grund, warum der 380er noch in der Luft ist oder wieder in der Luft sind. Für Airbus war damit also wirklich eine Grenze überschritten, weil man die Sicherheit der A350 in Frage gestellt hat. Und Guillaume Faury hat gesagt, das kann man sich als Unternehmen einfach nicht bieten lassen. Auch wenn man natürlich diese Kohlefaserverbundstoffe und mit der Außenlackierung diese Probleme natürlich nicht toll findet. Ich meine, hey, ihr wisst das ja alle selber, wenn ihr ein Produkt habt, dann ist das natürlich nicht so. Und spannend ist natürlich auch, dass alle Fluggesellschaften kein Sicherheitsproblem gesehen haben, außer Qatar. Und das ist halt der Grund, warum man bei Airbus da so zickig ist. Also es ist wirklich einmal die Art und Weise, wie Qatar da vorgeht, aber auch die Frage natürlich, ob das ein Sicherheitsproblem ist oder nicht. Und die sagen halt ganz einfach, nö, ist kein Sicherheitsproblem. Man muss halt einfach sich angucken, was ist das Fazit aus der Geschichte? Ist es irgendwie eine Art Präzedenzfall, den man schaffen will, ist das für Qatar ein Rechtsfall, wo man links und rechts einen um die Ohren bekommen will, von wem werden die vertreten? Ist das etwas, wo der CEO einfach seinen Kopf durchsetzen will und sagt, hey, ich möchte das und gehe mit dem Kopf durch die Wand? Oder also was geht da los in Qatar? Und man muss natürlich sagen, dass das ein CEO erwischt, der wie Michael O'Leary natürlich sehr speziell ist und auch nicht vor der Peitsche dir Verbalen zurückschlägt. Und man muss halt einfach gucken, ob das halt der Umgang ist, den man pflegt. Und eine Frage, die man natürlich auch stellen muss, ist, was passiert mit Al-Wakar, wenn Qatar den Prozess verliert? Ne? Das geht da richtig um Milliarden. Also, kommentiert unten, beide Hände nehmen, hat schon das Glas in der Hand und schreibt, was ihr dazu denkt. Ist das eine Lehrstunde? Ist das, was ist das? Oder ist es einfach nur richtig, dass Qatar da 1 auf die 12 gekriegt hat? Ein bisschen trockenen halt so. Ja, Lufthansa ITA darf natürlich auch nicht fehlen, nachdem wir Qatar ja so oft bearbeitet hatten, dann eine Pause hatten. Jetzt kommt wieder die ITA-Nummer. Und da muss man sich einfach anschauen, was ist passiert. Natürlich, das Angebot von der Lufthansa ist im Prinzip bekannt, hatte ich gestern ja erklärt. 20% Lufthansa, 60% von den Freunden von der MSC, die natürlich die Knete von der Containerschifffahrt unterbringen wollen. Und 20% beim Staat. Rom hat sich natürlich, also die Regierung, entscheidet sich natürlich bei den Bietern. Es gibt nur zwei Bieter. Heißt also,
der Bieter in meinen Augen, der mir Knete bietet, und das ist die Lufthansa MSC-Geschichte. Da muss man sagen, MSC, weil die 60% geben. Ich weiß es nicht. Könnt ihr auch schreiben, ob ihr sagt, hey, MSC ist eigentlich der Veranstaltungsleiter. Wer da die zentrale Rolle spielt vom Konzept her, sollte es die Lufthansa sein, 1 Milliarde, denn die anderen haben ja angeblich nur irgendwie 850 Millionen gegeben. Und Lufthansa hat natürlich einige Zugeständnisse gemacht mit Hub ab Rom, mit internationalen Verbindungen und so weiter und so fort. Lufthansa bezieht sich natürlich als der Premium-Partner und vor allem auch als der Partner, der natürlich ist. Warum? Ganz einfach. Weil man natürlich weiß, wer man ist. Und man sieht natürlich mit der Swiss, und das müssen wir auch ohne Neid anerkennen, oder mit der Austrian, dass die Lufthansa, Brüssel ist dafür auch nicht vergessen, die haben das ja auch alles sehr, sehr gut da gemacht. Also insofern, ich finde es nur spannend, dass Lufthansa die Führung übernimmt. Wenn MSC clever ist, lässt sie vielleicht auch die Lufthansa die Führung machen. Und vielleicht ist das ja auch einfach die Vereinbarung. MSC will ja die Knete einfach aus dem Frachtgeschäft unterbringen. Und da muss man halt ganz ehrlich sein, denen ist es egal, solange die Bude läuft. Die wollen ja dann einfach nur den Zugang zu den Frachtmärkten haben, und die wollen halt einfach auch ganz klipp und klar ihr Geld gewinnbringend anlegen. Schauen wir einfach mal, was da passiert. Ja, Alitalia ist aber ein Fass ohne Boden gewesen. Auch die ITA, weiß ich jetzt nicht, ob die mit Lufthansa-Hilfe vielleicht, aber nun doch, ja. Was denkt ihr? Also ich glaube schon, weil auf der einen Seite haben sie natürlich da alles rausgekratzt bei der ITA Alitalia, weil dann ist ja nur ITA übrig geblieben, was keinen Gewinn gemacht hat, was Probleme gemacht haben. Aber so ein Walk in the Park, wie man das im Englischen nennt, ist die ganze Geschichte wahrscheinlich in Italien nicht. Also schauen wir mal, wie die Italiener reagieren. Ich hoffe, dass die Lufthansa das clever macht. Ich selber wird meinen, ich habe den ja hier, mein Volare-Status, wo ist es denn jetzt? Hier ist es scharf. Mein Volare-Status mal ausprobieren und dann mal schauen. Ja, ich werde mit Alitalia fliegen oder ITA. Wer von euch will mitkommen? Kommentiert unten oder schreibt mir persönlich, dann können wir ja mal zusammen von Rom aus irgendwo hinfliegen. Und vielleicht gucken wir mal in der Lounge, was das für Lasagne gibt. Gibt es vegetarisch, gibt es mit. Also schauen wir mal. Kommentieren. Swiss Essen. Das ist wieder der Übergang. Es gibt Savers. Die Savers kennt ihr ja alle. Die Savers sind ja die Angebote, die man gegen Geld käuflich erwerben kann. Und es gibt jetzt Savers Pre-Order. Ganz genau. Und irgendwie ist es an mir vorbeigegangen, und da muss ich halt auch ein bisschen Schande über mein, oder Asche über mein Haupt, wie heißt das, Schande? Zu meiner Schande gestehen, Asche über mein Haupt, dass man schauen muss, inwieweit da, inwieweit da jetzt das wirklich auch funktioniert. Also Economy Class, und das war, da habe ich Fahnen verloren gerade gekrönt. Also auf jeden Fall wieder zurück zur Sache. Ihr könnt in Economy Class bestellen. Das ist an mir vorbeigegangen. Das ist das, wo ich Asche über mein Haupt haben muss. Schon komplett verwirrt. Und das finde ich cool. Seit April sogar. Ne? Also hatte ich mich beschwert. Bei Lufthansa geht es das nicht. Deshalb. Und ich bin mit Swiss lange nicht mehr geflogen. Und vor allem Economy Class ist jetzt nicht unbedingt eine Klasse, wo ich bei Swiss relativ oft unterwegs bin. Aber es gibt jetzt etwas, was natürlich auch geht. In der Business Class, da kann man auf Langstreckenflügen ab Zürich und Genf bis 36 Stunden vor Abflug vorbestellen online. Die Pressemitteilung von der Swiss hat da ganz klar gesagt, Taste of Switzerland. Und das ist ja das, was so ein gehyptes Sternemenü ist. Also bei Lufthansa heißt das ja Tasting Heimat, Taste of Switzerland. Ich finde, weiß nicht, Taste of Germany wäre doch auch cool gewesen. Ne? Aber nun gut, Tasting Heimat. Nun können Reisende halt, wie gesagt, ab dem 1. Juni, das ist ja quasi nächsten Mittwoch, für Langstreckenflüge ab Zürich und Genf Hauptspeisen online bestellen. Ja, ganz genau. Und bei der Business Class gibt es das wirklich, das Wunschgericht auszusuchen und kostenfrei. Ganz wichtig, es ist kostenlos. Also es ist nicht wie bei den Savers in der Economy Class, wo er den Unzen zahlt. Denn wer ein Ticket hat, kann aus 4 spannenden Taste of Switzerland Gerichten wählen. Im Moment ist das ein Rinderfilet mit Pfeffersoße, mit Poulet mit Kräuterfüllung, also Poulet ist Hühnchen, ne? Zanderfilet mit Zitronen, Beurre Blanc und natürlich vegetarische Singapur-Nudeln mit Gemüse. Klingt in meinen Augen sehr lecker, wenn es rotiert, ist auch gut.
Und man kann natürlich dann auch noch aus vier weiteren Hauptgängen aussuchen, die von der Schweizer Kulinarik. Ach, Kulinarik, ich finde das ein geiles Wort. Die Österreicher sagen ja auch Kulinarik. Ne? Vom vegetarischen Restaurant Hiltl in Zürich aussuchen. Man kann natürlich gucken, ob man Zürichs Geschnetzeltes hat, Hackbraten. Oh, einmal Entschuldigung, ach Gott, irgendwas in die Nase. Ein Hackbraten mit Morchesoße, dann Eglifilets mit Zitrone oder Eglifilets. Schreibt unten, wenn ihr wisst, was es ist. Und natürlich am vegetarischen roten Gemüse Curry mit Basmati-Reis. Das gilt natürlich auch für alle Buchungsklassen. Wenn ihr Spezialmenüs bestellen wollt, die könnt ihr immer noch vorher bestellen. Das heißt also, wenn ihr für die First Class, Business Class oder Economy Class irgendetwas Spezielles ordern wollt, ganz, ganz wichtig, es geht immer noch, ist immer noch kostenlos, solange es kostenloses Essen gibt in der Economy, natürlich auf der langen Strecke immer noch. So, und dann könnt ihr einfach mal gucken. Also wichtig ist einfach 36 Stunden, ab 1. Juni geht es Attacke los. Jetzt gibt es eine Überraschung aus dem Hause Herz. Da muss ich wieder auf den anderen Monitor gehen. Das Herz hat ja so ein bisschen einen schlechten Lauf im Moment. Warum? Ganz einfach, weil bei Herz, kommen Leute in den Knast. Ja, ganz genau. Also das heißt, Kunden sind, die Mietwagen irgendwie verlängert haben oder das Auto tauschen mussten, wollten oder wie auch immer. Und dann irgendwann so kommst du rein und wirst eingeknastet, weil die sagen, du hättest das Auto geklaut. Und das Lustige an der Geschichte ist, der CEO hat jetzt auch irgendwie über die Presseabteilung sagen lassen, ja, du, auch wenn wir wissen, dass diese Anzeige falsch war, wir können diese Anzeige nicht zurücknehmen. Warum können wir die Anzeige nicht zurücknehmen? Weil wir dann nicht mehr glaubwürdig sind. Leute, wenn ihr Kunden, die nachweislich das Auto abgegeben haben, nachweislich das Auto bezahlt haben, wenn ihr die verklagt wegen Diebstahls und dann die Anzeige nicht zurücknehmen könnt, weil ihr, glaube ich, ihr habt die Glaubwürdigkeit verloren. Aber nichtsdestotrotz, der eigentliche Grund, warum ich Herz heute erwähnen wollte, ist, dass sie die Statusverlängerung gemacht haben. Sie haben also für alle die Status verlängert. Das heißt also für den Five Star und für den President Circle gibt es eine Verlängerung. Und wenn man sich das anguckt, was die normalen Requirements sind, ist es so, dass man 10 Anmietungen haben muss oder $2,000, dann wird man Five-Star. Wenn man President's Circle werden will, 15 Anmietungen oder $3,000. Wenn ihr einen Status bei Herz haben wollt, sprecht mich an. Es gibt da auch andere Möglichkeiten. Wir haben da so ein paar Pakete President's Circles zu vergeben. Da können wir einfach mal schauen, ob wir euch damit glücklich machen. Hat was mit der Kreditkarte von gestern zu tun. Dann die die Regularien ganz einfach. Wer jetzt noch in diesem Jahr den Status erfahren hat, braucht diesmal einfach nur 15 anstatt 20. Das habt ihr ja schon gemerkt. Und dann bei dem Five Star sind es 10 anstatt 12. Ist jetzt nicht wirklich der Knüller. Aber was der Knüller ist, ist halt einfach, es ist um ein Jahr verlängert worden für die, die es haben. Also einfach mal in euer Konto gucken bei Herz und dann seht ihr das auch mit der Status ver. Lufthansa Surprise. Lufthansa Surprise, und da blende ich euch das auch hier so ein Bild ein. Muss mal gucken, wo Platz ist. Auf jeden Fall, Kontrollbildschirm gerade geguckt. Also, da steht jetzt drin, gestrige Ersparnis im Durchschnitt 385 Euro pro Person. Ich weiß gar nicht, ob sich das jeden Tag ändert. Ne? Und da kann man den Abflughafen wählen. Das wäre lufthansa-surprise.com. Da kannst du als Abflughafen München oder Frankfurt nehmen. Und je nachdem, was man nimmt, gibt es da unterschiedliche Ziele, die sich dann einfach so zusammensetzen, ab 69 Euro, einfach sehenswert. Das wären Bilbao, Breslau, Ibiza, Katowice, Posen, Santiago de Compostela, Tallinn, Valencia, Vilnius. Finde ich schon spannend. Stell dir mal vor, ich würde nach Frankfurt gehen für 69 Euro und würde einen Flug nach Tallinn gewinnen. Wäre ja geil, ne? Da könnte ich ja auch quasi hier bleiben. Man kann dann... Kann ich das reduzieren? Ja, man kann dann halt ein paar Städte rausklicken, aber ich glaube nicht, man muss mindestens 3 Städte haben. Und dann kann man gucken, frühester Hinflug, spätester Rückflug, und dann kriegt man das Ganze vorgeschlagen. Dann gibt es andere Kategorien, überraschend anders. Da ist dann Bukarest, Dubrovnik, Krakau, Riga, Sofia, Split, Warschau, Seda, Kunst und Kultur. Ich will es nicht alles durchgehen. Helsinki, Basel, dann draußen erleben,
ist auch, also es wiederholt sich teilweise. Dann Sonnenziele, logischerweise Barcelona, Larnaca, Abenteuerstadt wäre Rom mit drin und einige andere, Wien. Party und Nightlife, Amsterdam, Ljubljana, Lyon, Newcastle, Prag und so weiter. Und dann gibt es auch ganz romantisch, aber da sind die Preise dann wieder höher. Da sind wir schon wieder bei 99 Euro, also sukzessive von 69 über 79 über 89 zu 99 Euro. Und in der Spitze gibt es dann auch mit 99 Euro Shoppen ohne Ende. Also es gibt auch Wiederholungen, also Amsterdam, Rom, Salzburg. Seht ihr, dass das bei Abenteuer, Stadt und so weiter sind, das verschiedenste Dinger. Ihr könnt es halt eingrenzen mit drei Zielen. Und könnt das dann buchen. Was sollte man zu diesen Buchungen sonst noch sagen? Ganz wichtig an dieser Stelle sind die Bedingungen. Man bekommt den niedrigen Preis, wenn man wirklich flexibel ist. Dann gilt der Preis je nach Anzahl der abgewählten Städte. Das heißt also, je weniger Städte du also das Risiko reduzierst, desto teurer wird es. Sind alles Non-Stop-Flüge. Man kann 1 bis 42 Tage vor Abflug buchen, Mindestaufenthalt von 18 Stunden für eine Übernachtung, 36 Stunden für zwei Übernachtungen. Und Ihr Ziel wird am Ende angezeigt, wenn ihr bucht. Also das heißt, wenn ihr bucht, merkt ihr das direkt, dass man halt Reisevorbereitungen hat. Man kann auch ganz wichtig beachten, dass man die Gültigkeit seiner Reisedokumente im Griff hat. Was ihr auch beachten solltet, ich glaube schon, dass man rein theoretisch stornieren kann, 24 Stunden. Oh, kommt ein Termin rein. Also wie gesagt, stornieren, weil ihr könnt ja geirrt haben. Ich weiß es nicht. Also Internet und so, aber Fall für Dr. Böse. Noch was Wichtiges ist, die Meilen könnt ihr vernachlässigen. Ist ja natürlich ein niedriger Tarif, ist mit 125 Meilen. Natürlich nicht so prickelnd, und was auch ganz prickelnd ist, ist auch nicht die zwei Segmente, zählen natürlich für FTL und so weiter, aber wer jetzt kein FTL ist, dem kann man auch nicht mehr helfen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in der heutigen Sendung. Heute ging es ja wieder einmal quer durchs Beet. Kommentiert unten einfach. Ich versuche euch weiter auf dem Laufenden zu halten, was ich mit meinem Backdrop mache. Ich habe, glaube ich, mich entschieden. Regal kommt vielleicht rein, so, ne? Lackierarbeiten von IKEA. Und was wollte ich noch sagen? Stammtisch mache ich euch auch fertig. Sollte jetzt auch diese Tage stehen, damit ihr planen könnt, weil das war ja immer so ein bisschen das Problem, dass ihr rumgeheult habt, dass ihr nicht früh genug wusstet. Nur ich wusste es leider auch nicht vorher, dass ich komme. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, zu kommentieren und ein Like da zu lassen. Also, bis dann und ciao, und freue mich auf euch morgen. Bis dann. Ciao. Bis nächstes Mal.